Ja, das RAF, da hat sich auch viel geändert. Also vor 20 Jahren galt es eigentlich, das RAF muss ganz reine, dünne Festuka sein. Da darf nichts anderes drin sein. Es hat sich komplett gewandelt. Ich glaube, wir haben was gehabt im RAF, was es eigentlich sonst nicht gab. Selbst die Naturschutzbehörde sagte sensationell, alles blüht. Die Akzeptanz von blühenden Pflanzen im RAF ist absolut zeitgemäß. Früher war das überhaupt nicht denkbar, dass da irgendwo ein Pflänzchen ist, was eine Blüte hat. Das hieß, der Platz sei ungepflegt. Und wir haben dieses Jahr auch wieder vor, wie letztes Jahr auch, das RAF gar nicht zu mähen. Wir haben das letztes Jahr komplett von Schafen abweiden lassen. Und wir haben sie auch jetzt zurzeit auf dem Südkurs in den Randbereichen. Also unser Hardraff wird eigentlich gar nicht mehr gemäht. Lassen das von den Schafen machen. Und die ganze Struktur, die Pflanzenvielfalt, wie aber auch Insekten und Libellen, ist schon echt einzigartig geworden. Und die Leute aus Hamburg, aus Region, die sind schwer oft begeistert, eigentlich, wie die Randbereiche mittlerweile sich hier entwickelt haben und was für ein Vogelparadies das dadurch geworden ist. Also da ist ein großes Umdenken auch für alle anderen Clubs, glaube ich, notwendig. Und ich bin der felsenfesten Meinung, dass jeder Golfplatz einen großen Teil für die Natur tun kann, weil so viele Randbereiche, Flächen, die einfach nur mit Rasen gemäht werden und gepflegt werden, völlig unnütz ist. Und da sollte schon jeder einzelne Club viel mehr Acht drauf geben, dass da viel ganz andere Sachen entstehen können und die im Endeffekt auch viel, viel schöner aussehen. Naturschutz ist ein ganz großes Thema. Wir haben dieses Jahr von unserem Green Fee 3 Euro zweigen wir ab für unser Green Eagle Nature, wo wir Naturschutzprojekte in Winsen unterstützen wollen oder aber auch auf dem Golfplatz. Wir engagieren uns sehr in dem Bereich und wir haben auch in unserem Restaurant Tierwohl. Wie gesagt, wir haben Schafe, wir haben eigene Hühner, wir haben unsere ganzen Milchprodukte regional. Direkt nebenan, unsere Kühe stehen gegenüber vom Golfplatz auf der Weide, woraus wir unsere Currywurst machen. Ja, wir achten schon sehr drauf. Also das Green Eagle Nature Project wächst immer weiter und wird auch sehr, sehr gut angenommen von den Leuten.